No, die Deutschen auf die Polen, da war damals so nicht so ein Hass, wie das jetzt nach der jetzigen Grenze war, ja. Da war nicht so ein Hass, da war so, die Deutschen, wir waren so unter uns, ja, und die Polen waren wieder unter sich auch, ja. Und hatten Sie auch mit Juden was zu tun gehabt? Juden auch nicht. Wir haben ja bei Juden immer gekauft, weil da war immer billiger, ja. Ich weiß, wenn die Mutter was kaufen wollte, wir müssen gehen. Weißt du denn, wenn der Jude den ersten Kunde da, will er lieber verlieren, aber Hauptsache, der geht nicht weg, hat immer meine Mutter gesagt. Da haben wir nur bei Juden alles gekauft, ja. Wissen Sie, wie der hieß, der Jude? Was? Der, der. Januszewski war in Hindenburg, Jude Januszewski, bei dem hat man alles bekommen. Der hat, ich glaube, vier Geschäfte gehabt. Also ein ganzes Haus, ja. Und war auch so gut zu der Kundschaft, zu den Deutschen. Kann man ja nicht sagen, ja. Mein Onkel, der hat bei ihm gearbeitet und er wohnte auch am Bahnhof, am Peter-Paul-Platz war das, dort in Hindenburg. Hat er immer Obst gebracht und so, nicht? Also, der wohnte, und dann hatte Januszewski auch noch Häuser gehabt über die Straße, da wohnte dort der Onkel, das war die Kronprinzenstraße in Hindenburg, die Hauptstraße. Da war der Januszewski. Aber dann ist er verschwunden, dann musste er raus. Dann werde ich Ihnen sagen, was haben Sie gemacht mit den Juden? Da weiß ich noch wie heute. Da ist eine kleine Nebenstraße, so wie ich wohne. Die ist Glückaufstraße, ja. Da haben die gesperrt, die Straße von beiden Seiten. Hohe Zäune gemacht, ja. Und die ganzen Juden in die Straße rein, ja. Und dann kam ein Auto und haben sie die rausgefahren. No. Den Januszewski auch. Ja, alle Juden rausgefahren, ja, den Januszewski auch. Oder ist er schon eher weg, weiß ich nicht, aber dann war er auch weg. No. Und da war das so in der Glückaufstraße, da war dort die Sammlung. Und da durften wir dort nicht um, also sich nicht aufhalten, ja. Sehnsucht in dem Sinne, dass ich das Pommern meiner Heimat ist und dass ich dort einmal im Jahr mindestens hinfahre und zum Beispiel beim Grundstück meines Onkels Halt mache, außerhalb Stettin. Da ist ein kleiner See. Und da sitze ich und dann fällt mir alles das ein, was ich erlebt habe. Und danach habe ich eine gewisse Heimweh. Hatten Sie glückliche Kindheit in Stettin gehabt? Ich habe eine sehr gute Kindheit im Anfang gehabt. Bis wann? Bis 1943, am 13. Februar, wurde mein Großvater aus einem Altersheim geholt und nach Lublin geschickt und ist auf dem Weg dorthin erfroren, weil er Jude war. Können Sie das so ein bisschen erläutern? Wie haben Sie das erfahren? Das habe ich erfahren, indem meine Mutter Wäsche für meinen Großvater gewaschen hat und sie wollte die Wäsche abliefern. Und sie durfte ja nicht mit der Straßenbahn fahren, sondern wir sind dorthin gegangen und da standen zwei SS-Leute vor der Tür. Und da hat sie mir die Hand gedrückt und hat gesagt, Bodo, nicht nach rechts und nach links sehen, wir gehen vorbei. Und nachdem wir 500 Meter vorbei waren, da brach sie beinahe zusammen. So hat sie geweint. Sie hat gezittert.
Und da habe ich gefragt, warum? Und da hat sie mir gesagt, wir haben es eben Vater gesagt, wir haben nicht Opa gesagt, Vater ist deportiert worden. Die ersten deutschen Juden aus Deutschland verschickt. Was hat sie noch dazu erzählt? Was hat sie gesehen? Hat sie erzählt, was sie gesehen hat? Sie hat nichts gesehen. Wir haben 5 Tage später einen Brief bekommen von einer Schulfreundin, die mit im Zug war und die Haushälterin des schwedischen Konsuls war. Und sie hat geschrieben, dein Vater ist auf der Fahrt erfroren und ist aus dem Waggon geworfen worden. Wie alt war der Vater? 71 Jahre. Der schwedische Konsul hieß Manasse. Und der ist in einen Tag, also der war auch Jude, einen Tag vor dem Transport ist er vom schwedischen Staat abgeholt worden und nach Stockholm geflogen worden und der ist in Stockholm beerdigt. Ich habe sein Grab besucht. Weil der da früher das mitgekriegt hat wahrscheinlich. Ne? Der schwedische Staat hat ihn informiert und hat ihn abgeholt. Was wissen Sie ja noch oder was haben Sie über die Deportation noch erfahren? Gab es ja außer Ihren Vater vielleicht noch andere aus dem Bekanntenkreis oder die da auch so mit deportiert wurden? Weiß ich nicht, denn mein Vater hat den Brief gesehen, den die Freundin von meiner Mutter geschrieben hat und hat den Brief sofort zerrissen und im Ofen verbrannt. Denn wenn das die Nazis gesehen hätten, dann hätten sie meinen Vater auch umgebracht. Ja, also nicht richtig, denn das haben wir auch schon vorher ein wenig gemerkt, denn es gab ja Lebensmittelkarten. Und auf den Lebensmittelkarten waren bei Fleisch, Butter und Schmalz schwarze Striche. Haben wir nicht bekommen. Warum? Weil meine Mutter Jüdin war. Hat Ihre Mutter überlebt? Ja. Das war ein Glück, warum sie überlebt hat, wenn ich das so fragen darf. Ja, das ist, mein Vater war Offizier im Ersten Weltkrieg und wurde dann eingezogen zum September zum Polenkrieg und wurde dort nach langem Hin und Her administrativer Chef für eine Veterinärkompanie, denn er war bei den im Ersten Weltkrieg bei den Pasewalker Kürassieren und hat mit Pferden zu tun gehabt. Und jeden Monat kam ein Brief. Herr André, Sie werden befördert, wenn Sie sich scheiden lassen. Und er hat zurückgeschrieben für mich, ein deutscher Soldat desertiert nicht und ein deutscher Soldat behält seine Frau so lange, wie er will. Und das ist durchgegangen? Das ist durchgegangen. Aber er wurde dann vom Militär entlassen und kam in die Strafkompanie. Mit vielen Leuten zusammen, unter anderem viele von den Österreichischen Wiener Philharmonikern. Da waren einige Juden, die waren dort. Und er konnte Französisch. Hatte ja eine gute Ausbildung und konnte Klavier spielen. Und er hat sich nicht unterdrücken lassen und wurde eben als Strafmann in der OT eingesetzt und musste Eisenbahnen reparieren und ja, so weiter. Er hat aber einen Freund gehabt. Und der Freund war der Ortsgruppenleiter Uecker
aus Stettin-Pomeriensdorf, der politische große Mann. Und das habe ich erst nach dem Krieg erfahren, denn als mein Vater von der Gefangenschaft kam im August 1945 nach Timmendorfer Strand, wir sind dorthin geflohen, meine Mutter und ich und meine Schwester, da kamen englische Autos und hielten an bei uns vor der Tür und da kam der rein und sagte, Herr André, kennen Sie einen Herrn Ücker? Ja, sagt er, das ist der Ortsgruppenleiter von Pomeriensdorf. Und dann ist er mit den Engländern zusammen, musste er rausgehen in ein anderes Zimmer. Und zwei Tage später haben wir Bescheid bekommen, dass dieser Herr Ücker sofort aus der Gefangenschaft in Celle entlassen wurde. Also ich bin in Stettin-Bredow geboren. Und als ich 5 Jahre alt war, sind wir nach Stettin-Pomeriensdorf aus politischen Gründen umgezogen. Und zwar in eine Straße, die hieß Horst-Wessel-Weg. Und das hat mein Vater gemacht, um in Ruhe gelassen zu werden. Ich kam mit 5 Jahren zur Schule. Aber warum die politischen Gründe? Was waren sie so? Die politischen Gründe waren, weil mein Vater und meine Mutter in Bredow nicht haben wollten. Warum? Weil sie Jüdin war. Wie hat sich das gezeigt? Haben Sie etwas mitgekriegt? Ja, wenig. Ich habe wenig mitbekommen, aber ich habe das gemerkt dadurch, dass meine Schwester, die ist 7 Jahre älter als ich, die lebt nicht mehr, sie ist vorgeschlagen worden, zum Gymnasium zu gehen und ist nicht zugelassen worden, weil sie damals Halbjüdin war, wie man sagte. Welchem Jahr war das? Das war 36, 37. Und das hatte mein Vater so aufgebracht. Und er ist natürlich hin. Und seitdem hat man ihm gesagt, sei ruhig und so weiter. Das heißt, in Stettin gab es ja Ecken, wo man da besser leben konnte? Oder? Ja, er hat gemeint, dort in Stettin-Pomeriensdorf, da waren Zimmerleute, Fabriksarbeiter, da waren auch Lastkraftwagenfahrer, die sich politisch sehr wenig interessiert haben. Und gleichzeitig im Horst-Wessel-Weg, da war man irgendwie geschützt. Er meinte das so. Und ich in der Schule bin von keinem Menschen angesprochen worden über irgendetwas. Ich habe gute Schulfreunde und habe heute noch meinen besten Schulfreund von der Zeit, Peter Barske, der wohnt in Osnabrück. Der ist ein halbes Jahr älter als ich. Mit dem habe ich heute noch alle Woche ein Telefongespräch. Und sein Vater, der hat gewusst, dass meine Mutter Jüdin ist, aber ich war immer willkommen bei denen zu Hause. In der Klasse war die Situation so, dass wir gute und schlechte Schüler hatten. Und es gab ja auch solche, die ältere Brüder hatten. Und die älteren Brüder, ein Teil davon, sind im Polenkrieg gefallen und auch später in Frankreich. Aber darüber hat man gesagt, mein Bruder ist vermisst. Man hat nicht gesagt, dass jemand gefallen ist. Ich habe ein Klavierkonzert gegeben in Königsberg in einem katholischen Gymnasium.
und haben ich gespielt eine, von Bach eine, ein Musikstück. Und da haben, kamen junge Leute rein von der Hitlerjugend und anscheinend haben sie zu mir gesprochen und haben gesagt, ich soll aufhören zu spielen. Aber ich war so versunken mit der Musik, dass ich nicht gehört habe. Ich habe nichts gehört. Und der Saal war voll mit Leuten. Und das Einzige, was ich merkte, mit einem Mal klappten die mir die, den Klavierdeckel auf die Hände. Ich glaube, es war ein Donnerstag und es war abends schon. Und es war im, wir waren beim Abendessen und ich kam weinend nach Hause. Und da habe ich meine Eltern gefragt, was ist denn los mit dir? Und ich wollte nicht sagen, ich habe gesagt, ich will einfach weg von hier, ich muss weg von hier, ich muss weg von hier. Und da, ich wollte nicht weiter reden, ich konnte auch gar nicht weiter reden. Und da hat mein Vater versucht, mich zu überzeugen und meine Mutter auch, aber es, mir war gar nicht zu reden. Ich wollte nur weg, ich muss weg aus Deutschland. Wahrscheinlich war ich schon vorher in der Schule auch, dass ich ein bisschen angegriffen wurde als Jude, dass ich vom Gymnasium weg musste. Ich war sehr interessiert, irgendwie mich loszureißen von hier. Ich wollte einfach weg. Und so habe ich dann erreicht, dass ich eine Affidavit bekam von Argentinien als Landarbeiter. Und am selben Tag, an dem ich das Affidavit bekam, sagte meine Mutter zu mir, das werde ich nicht überleben. Und ich war jung, ich habe gelacht darüber. Und am selben Abend hat man, bekam meine Mutter einen Gehirnschlag und starb. Dann haben wir meine Mutter in Marienwerder begraben. Und dann fing ich meine Auswanderung an, mit meinen Koffer anzupacken, mit der Hilfe meines Vaters. Ich wollte gar nichts mitnehmen. Und dann ging es los. Mein Vater, als guter Vater, hatte mir eine Kiste gemacht mit vielen Sachen, die ich mitnehmen sollte für Argentinien. Lederjacken und warme Wäsche und Wäsche und eine kleine Schreibmaschine, eine Continental-Schreibmaschine, eine Leica, ein Fotoapparat, eine goldene Uhr. Und ich, es war für mich alles gleich, ich wollte nur weg. Und diese Kiste wurde gepackt und ohne mein Wissen hatte meine Mutter vor ihrem Tod in ein paar Strümpfen zwei Goldstücke versteckt von 20 D-Mark. Das, als ich in Hamburg ankam im Hafen, ich hatte gebucht das Schiff Kerguelen, ich hatte den Passagierschein dazu, und hatte auch die Erlaubnis dazu und den Pass dazu. Ich habe die Auswanderungserlaubnis gehabt. Als ich in Hamburg ankam am Hafen, wurde meine Kiste untersucht. Und da fanden die Zollbeamten eben diese 20 D-Mark. Zwei Münzen von 20 D-Mark. Das war damals ein Devisendelikt. Und ich wurde daraufhin festgenommen. Mein Vater wurde auch festgenommen. Er stand am Quai. Und ich machte mir so und er machte mir so und er wurde auch festgenommen. Und ich kam ins Jugendgefängnis nach Hamburg. In nach Fuhlsbüttel. In Fuhlsbüttel wurde ich, war ich ein Gefangener wegen einem Devisendelikt, aber nicht wegen, weil ich Jude war. Und nach, ich weiß nicht welcher Zeit, zwischen 9 und 12 Monaten kam ein, in die Strafanstalt kam ein Freund von meinem Vater, ein Rechtsanwalt aus Hamburg, ein christlicher Rechtsanwalt,
Der hat geheißen Dr. Behrendt. Den will ich nie vergessen. Und der hat mir gesagt, er kam morgens im Gefängnis, ich glaube um 7 Uhr, und hat mir gesagt, hör zu, du kommst heute frei. Ich habe den Akten gesehen. Du hast 3 Prozesse gewonnen. Du hast einen Prozess gehabt in Hamburg, einen in Berlin und einen in Marienwerder. Dich haben sie in allen 3 Prozessen freigesprochen. Und du wirst heute Mittag wirst du freikommen. Aber ich rate dir, geh nicht nach Hause nach Marienwerder, denn du kommst morgen bestimmt ins Konzentrationslager. Ich würde dir raten, ich habe hier einen Pass für dich und ich gebe dir mein Pass hat er mir gegeben, den ich gehabt habe. Und ich gebe dir 20 Mark und ich gebe dir ein Flugbudget nach Argentinien und dann wirst du dein Leben retten. Und so werden sie sich morgen kaputt machen. Das habe ich akzeptiert. Da kam ich in Argentinien an und da war ich minderjährig und hatte auch keine Papiere mehr und hatte auch kein Geld mehr und hatte gar nicht, wusste nicht mal ein Wort Spanisch. Und da haben sie mich einfach vom Dampfer gar nicht runtergelassen. Die wollten mich wieder zurückschicken nach Deutschland. Und da war ich da im Hotel de Emigraciones. Da haben die Polen auf dem Boden geschlafen, auf den nackten Fliesen. Da habe ich mit den Polen da, mit Männern, Frauen und Kindern auf dem Boden geschlafen. Und wir bekommen zu essen da, wie man so Essen bekommt. Und das ging fast 4 Wochen lang. Ich weiß nicht, warum die Polen dort waren und was mit denen nachher geschah. Ich bin dort krank geworden und bekam anscheinend eine schwere Angina und wurde bewusstlos und wachte in einem Hospital in Buenos Aires auf. Kaum bin ich aufgewacht im Hospital, nahm ich mein Säckchen, das ich hatte, und haute ab. Verlor mich da, bin runtergelaufen, irgendwo hin, nur weg. Ich persönlich, ich könnte etwas zum Thema Juden sagen. Ich bin natürlich, habe nach dem Krieg, und da ich mich nun gerade damit sehr viel hier beschäftigt habe, um eine gewisse Wiedergutmachung, wenn Sie es nennen wollen, zu leisten, indem ich da mich eingeschaltet habe, dass Tafeln da und dort angebracht wurden. Aber das habe ich damals alles nicht gewusst. Ich habe nur von meinen älteren Schwestern gehört, dass sie Jüdinnen in der Klasse hatten und die eben von jetzt auf nachher verschwunden waren. Dass sie jüdische Lehrer hatten, meine älteste Schwester, einen Lehrer Rosenberg, der die Schule verlassen musste, und dass die Schülerinnen, die ihn sehr mochten, ihm ein kleines Geschenk geben wollten. Oder ihn irgendwie dass die Schule ihm einen Brief schrieb, war verboten. War verboten. Sie konnten diesen Rosenberg, der überlebt hat übrigens, in Berlin erst als Taxifahrer, später hat er wohl nach Israel kommen können, Palästina, Israel, hat überlebt. Das waren so wenige Sachen, die ich wusste über Juden. Von anderen hörte ich, ja, die Juden eben können die Schule, die jüdischen Schüler können die Schule nicht besuchen. Sie können, ich habe später, erst viel später erfahren, dass sie noch Unterricht hatten im jüdischen Gemeindehaus, solange das ging, bis nicht 1942 überhaupt alle Juden von hier deportiert wurden. Und dass die armen Judenkinder, die dann da dazu gingen, in ihrem jüdischen Gemeindehaus, ihre Schulranzen vorne über die Brust trugen, damit man nicht das sah, dass sie diesen Judenstern tragen mussten. Ich habe, wie gesagt, ich kann, was die Juden betrifft, nur von später erzählen. Zum Beispiel auch vor einem Jahr hier hat gesessen in meinem Zimmer, in meiner Wohnung, Gerhard Salinger aus New York, 92 Jahre alt, unterdessen gebürtig hier in Stolp, der also mir, uns viel, viel erzählt hat
von dieser ganzen Tragik der Juden. Er hat sich, hier hinter mir stehen 4 oder 5 Bände Dokumentation, die er geschrieben hat über die Juden in Osteuropa und ihr Schicksal. Speziell natürlich auch über Stolp und Pommern, das ihm als Gebürtiger, hier Gebürtiger am Herzen liegt und lag. Er hat also als junger Mann, hat er erst arbeiten müssen in der Fabrik bei Brandenburg, ist dann zurückbeordert worden 1947, um zu helfen, die Transporte der Juden, die aus der ganzen Regierungsbezirk hier ankamen, in eine Turnhalle zu bringen, eine Turnhalle der früheren 2. Gemeindeschule, heute in der Diotime. Er musste diese Juden dahin bringen, die wenige Tage später in das gerade neu eingerichtete KZ Auschwitz befördert wurden. Er selber ist mit dem letzten Transport, 42 Juli und August waren die Transporte, sind seine Eltern weggekommen. Er selber ist, wo er inhaftiert worden ist, weiß ich jetzt nicht genau, hat selber Auschwitz, Buchenwald und, wie heißt das da bei München, Dachau. In Dachau ist er befreit worden und ist dann sehr bald nach Amerika ausgewandert. Seine Großeltern haben gelebt hier als Juden im Raphael-Wolf-Stift, von dem Juden Raphael Wolf Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Das Gebäude steht als einzige jüdische Gebäude, jüdische Stiftung heute noch. Wir haben vor wenigen Jahren eine Tafel da anbringen lassen. Da wohnten nach dem Krieg erst angesehene Leute, sage ich so mal. Heute ist es eben werden die Wohnungen von der Stadt vergeben. Und in diesem Raphael-Wolf-Stift wohnten in den 30er Jahren eben das war bestimmt von dem Raphael Wolf, zur Hälfte Juden, zur Hälfte Nicht-Juden. Als es dann zuspitzte im Krieg, hatten diese Juden nur Zugang zu bestimmten Geschäften. Sie sind also, gewisse Geschäfte in der Stadt haben ihnen für ihre ganz minimalen Lebensmittelkarten, die sie da nun hatten, verkauft, was sie eben kaufen konnten. Sie sind also hinten, ich kann das nun, brauche es nicht näher zu beschreiben, wo das war, haben sich durch Gassen zu diesen Geschäften bewegt und auch zurück. Bis sie eben, dieses Stift eben auch total liquidiert wurde, wenn man so sagen, bitter ironisch sagen muss. Und eben diesen Leidensweg gegangen sind. Die Synagoge, auch das habe ich erlebt, und zwar noch in Grundschuljahren 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht, 9. und 10. November 1938, da ging ich noch auf die Grundschule. Da sagte unser Lehrer, wir hatten im ersten 2 Jahren die sehr nette Lehrerin Beckmann, später einen Lehrer Kunitzki, Parteigenosse, immer mit Parteiabzeichen an seinem Dings, seiner Jacke. Lehrer Kunitzki sagte dann an dem Morgen des 10., ich muss euch mal was zeigen, denn unsere Baracke war um die Ecke rum zur Synagoge. Kommt mal mit, er führte uns dahin, es brannte. Es brannte lichterloh, wir waren Kinder von weiß nicht wie vielen Jahren, nicht wahr? Ich erlaubte mir die unschuldige Frage, wer hat denn das angesteckt? Sagt Lehrer Kunitzki, das haben die Juden selber gemacht. Ach, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Zudem sah ich, dass die Feuerwehrleute, die da waren, nicht auf die Synagoge spritzen, sondern auf die Häuser daneben. Und wenn man auch ein unschuldiges, dummes Kind ist, aber man denkt sich doch was, nicht? Ich sehe das vor mir. Die anderen Leute, die daneben standen, wie haben die das kommentiert? Die Kinder? Nee, die anderen, die Passanten zum Beispiel. Ich habe gesehen dabei, in Erinnerung, das müssen Sie verstehen, sind immer nur Eindrücke. Ich habe gesehen, Juden mit ihren speziellen Hüten, das habe ich gesehen, die standen da. Und ich habe natürlich nicht gehört, was sie gesagt haben, aber der Eindruck, die man sonst eigentlich so nicht wahrgenommen hat in der Stadt, nicht?
Ich habe nie solche, sonst, die hatten sicher noch ihre waren in der Sinn, aber das hat man einfach nicht mitgekriegt, sage ich so modern ausgedrückt. Und plötzlich sehe ich da erst einmal bewusst so eine Gruppe von Männern, typisch jüdisch aussehend, eben in der Art und Weise angezogen. Ob die Bevölkerung, ich kann nur sagen, aus späteren Sachen, ich habe mich beschäftigt, mit meiner Nichte von mir ist das, die Andrea von Treuenfeld hat geschrieben über Jüdinnen, die ausgewandert sind und Jüdinnen auch ein zweites Buch, die zurückgekehrt sind. Und da schreibt sie eben, um das einzuflechten, weil sie fragen oder weil man denkt, wie hat sich die andere Bevölkerung verhalten. Die sagt, hier eine schreibt, die ist in Wiesbaden, die Eltern lebten sogenannter Mischehe, der Vater war Jude, die Mutter nicht. Sie galt als Jüdin automatisch mit. Sie erzählt, wie sie getrieben wurden zum Bahnhof, um nämlich mit dem Vater und einer großen Gruppe von Juden in Wiesbaden ins KZ gebracht zu werden. Und sie schreibt, die Leute glotzten uns an. Eine Regung habe ich nicht bemerkt. Das als Beobachtung, wie die Bevölkerung sich verhalten hat mit sowas. Oder eine andere schreibt, die später mit Galinski verheiratet war, dem langjährigen Zentralrat der Juden. Die schreibt auch hinterher in dem Buch auch, die hat auch ein Interview mit meiner Nichte da gegeben. Die schreibt, die sagt, ob die Deutschen uns gemocht haben, ich glaube, sie haben uns vor dem Krieg nicht gemocht und sie haben uns nachher auch nicht gemocht. Oder eine dritte schreibt, ich glaube nicht, dass sie uns gehasst haben. Das war Desinteresse. Einfach Desinteresse. I miałem to wielkie szczęście od Pana Boga, że wywiózł mnie z tej nieszczęsnej Rosji do Polski. I nas skierowano, jakieś komitety, władza ówczesna, do miasteczka, które się kiedyś nazywało Strzegów, a dzisiaj Strzegom. Miasteczko miało być może 6-7 tysięcy mieszkańców. Zaprowadzili nas na Wilhelmstrasse 31, wtedy już generała Roli Żymierskiego, potem Feliksa Dzierżyńskiego, twórcę służby bezpieczeństwa sowieckich, a dzisiaj Paderewskiego. W miasteczku mieszkali jeszcze Niemcy, ale pamiętam, jak szła długa kolejka Niemców ciągniących takie wózeczki na czterech kółkach z niewielkim dobytkiem, prawdopodobnie wolno było zabrać 20 kilo, szli na dworzec, nasze mieszkanie, trzy pokoje z kuchnią na Wilhelmstrasse, ze starymi olejnymi obrazami i pianinem, które się nazywało Ed Seiler. Mama weszła do takiego mieszkania, otworzyła ten fortepian, zaczęła grać Ciemna noc, tylko wiatr świstit po stepi i mówi, tutaj zostaniemy, z rosyjskim akcentem, tak? Ty już się nauczyła po polsku. No już tam ojciec ją ćwiczył trochę. Szybko ona poszła na kurs języka polskiego, a mój ojciec świetnie mówił po polsku, po niemiecku, doskonale. I po jidysz oczywiście też. No i się wprowadzili Żydzi, cudem ratowani z Holokaustu. I Polacy też. I Polacy, troszkę mniej. W naszym domu na początku mieszkali sami Polacy. Mój ojciec na parterze tego niemieckiego domu, przy ulicy generała Roli Żymierskiego, zbudował bużnicę na parterze mojego domu. Żydzi tam zaczęli przychodzić i się modlić do Pana Boga. Na pewno chcieli podziękować za to, że się uratowali. Kobiety zaczęły gotować rybę po żydowsku.
na Szabes, na sobotę piekli chałę, a na Pesach święto wielkanocne, żydowskie, mój ojciec zbudował z panem Ledermanem taki piec i pierwszą macę, którą ja zjadłem, była okrągła, wypieczona maca, nie taka kwadratowa w tym piecu. Z miasta nie wyjechała Niemka jedna. Zwariowała, straciła mowę, nazywała się Lucia Widera. Cały rok chodziła w długim, ciepłym, futrzanym płaszczu z kołnierzem zdechłego lisa, pięknie pomalowana na wysokich obcasach, ale bełkotała, ona nie potrafiła mówić. I nie potrafiła się zapakować do takiego wózka, dlatego go w tym mieście zostawiono. Miała dwie dziewczynki w naszym wieku, 5, 6, 7, 8 lat. Te dziewczynki stale patrzyły na nas, jak my się fajnie bawimy, dzieci żydowskie. Wesoło, w gruzach, wygrzebywaliśmy różne tam rzeczy, które były. Kopaliśmy szmaciane piłki, one stały zawsze z boku i nie śmiały podejść do nas. Myśmy je nie odpychali, myśmy je nie dokuczali tym dziewczynkom. I ten obrazek dziewczynek w mojej głowie, on pozostał mi na całe życie. Pewnego dnia był piękny basen w Strygą, który Hitler zbudował na wypadek, gdyby jak była olimpiada, a Breslau leżał, jakaś była olimpiada, gry sportowe we Wrocławiu, zbudowali basen, bo Strygał leży 56 km od Wrocławia, na wypadek, że tam odbędą się zawody. Piękna trampolina trzypiętrowa, basen 50-metrowy. Ja tam już prawie zawodowo pływałem. Pewnego dnia przyjechałem do tego miasteczka z internatu, z innego zupełnie miasta, bo w Szczegomie nawet nie było jeszcze gimnazjum. I zobaczyłem tą dziewczynkę Widerę jedną, piękną dziewczynę, która już miała 16-17 lat, która się do mnie uśmiechnęła na wspomnienie tego dzieciństwa być może. Czy żyliśmy w spokoju? Bo w 1946 roku dokonano mordu na 40 paru osobach w Kielcach. Oczywiście to doszło do Szczegomia. Matka zaczęła krzyczeć na ojca, dokąd ty mnie przywiozłeś, co się dzieje, ja mogę w Charkowie do teatru wchodzić, zamiast tu siedzieć i się bać, że nas zabiją. Ojciec przyniósł 4 śruby i taką sztabę metalową z metalu na noc zakładano na klucz i sztabę. Bał się, że wszyscy się Żydzi bali, że mogą do nas też przyjść i coś złego się nam może stać. Ale wisiało coś w powietrzu? Wisiało w powietrzu zawsze niepokój. W powietrzu wisiał niepokój i strach. Ja na to wszystko patrzyłem, jako dziecko bardzo też przestraszone, ale właśnie wtedy, w tym zagrożeniu, przy tej matce, która ma pretensje do ojca, że mieszkamy jednak lepiej przecież niż na tej Syberii, na tym Uralu, prawda? Że są maki, i chabry, i kwiaty, i czereśnie, i chlebek, i pani chabierska, i piekarnia, i ciastka, prawda? I lizaki dla dzieci. Jednak jest jakieś zagrożenie, niepokój, niedobry czas. Ja postanowiłem właśnie wtedy, wyraźnie postanowiłem, że ja muszę zrobić coś, żebym ja był lubiany, popularny, czyniący dobro, bo jeśli coś dobrego zrobię, to może to dobro do mnie wróci i nikt nie będzie mnie tak męczył i mi zagrażał, jak moich rodziców, prawda? I pewnego dnia dzwoni do mnie jedna pracownik naukowy z Uniwersytetu Wrocławskiego, mówi: panie Leszku, dwie osoby zabito. Znalazłam w dokumentach, bo ja piszę historię Żydów na Dolnym Śląsku.
w Szczegomiu. Dwie? Ja myślałem, że nikogo. Zabito rodzinę żydowską, która szła do niemieckiego domu pod miastem, gdzie było gospodarstwo wiejskie, które już przejęła polska rodzina. Jak oni szli, bo dostali nakaz, że to oni tam mają mieszkać, to tamci ich w lesie zamordowali. A potem ktoś mi opowiada, że jeśli zamordowano jeszcze jedną osobę, miejscowy fryzjer zamordował Żyda. A potem, jak pokazali tam, gdzie rosną porzeczki w Izraelu, dzwoni do mnie pani Sala, profesorka chemii z Izraela, i mówi: panie kantor, ja chcę z panem rozmawiać ze Skype'a, bo ja widziałem pana film o Szczegomiu, a ja tam mieszkałam, ale już byłam na studiach we Wrocławiu, a mój ojciec pracował w spółdzielni jako księgowy i pewnego dnia przyszedł chłopak, miał 20 parę lat i zamordował moją mamę. A potem jeszcze był taki przypadek, kiedy to przez telefon mi opowiadała jedna pani z Izraela, zadzwoniła do mnie, bo widziała mój film Ostrego o Szczegomie, że jej mamę, jak tata był w pracy, a ona na studiach we Wrocławiu, przyszedł jakiś 20-letni chłopak i ją zamordował leżącą jeszcze rano w łóżku. Czyli w tym małym Szczegomiu, które ja traktowałem jako oazę szczęścia, o którym ja inaczej nie mówiłem niż szczęśliwe dzieciństwo, mówię zresztą do dzisiaj, bo ono jak na tamten czas było szczęśliwe, bo uratowaliśmy się, prawda? Zamordowano w tym małym Szczegomiu, które dzisiaj nie ma więcej niż 10 tysięcy mieszkańców, zamordowano 4 Żydów. I mówi się o tym dzisiaj? Raczej nie. Największa oaza uratowanych z Holokaustu była jednak w Niederschlesien, na Dolnym Śląsku. Dlaczego? 100 tysięcy ludzi. Jak sądzisz, dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie oni mieszkali, gdzie były ich domy, gdzie był ich młyn, albo sklep, albo kuźnia, gdzie robiono podkowy dla koni, albo gdzie był warsztat szewski, nie mogli wrócić, bo to mogło się skończyć śmiercią. Nawet bo... na terenie Polski? Nawet. Oczywiście. Oczywiście. Nie wrócili do tych miasteczek na Mazowszu, czy w Kieleckim, czy w Białostockim. A czego? Dlatego, że już byli nowi właściciele ich majątków i ich mieszkań. Ten sklep już należał do kogo innego. Było niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Kończyło się to często zabiciem tych ludzi. A jak to wyglądało na Dolnym Śląsku? Na Dolnym Śląsku wszyscy otrzymywali niemieckie majątki, mieszkania, ulice, sklepy. Niemcy ją zostawili, czyli wszyscy zaczęli od nowa, oprócz szabrowników, którzy... Szabrownik to jest ten, który rabuje nie swoje mienie. Na Dolny Śląsk zjechała ogromna ilość bandytów, którzy przyszli, żeby ładować na ciężarówki majątek niemiecki. No, ale... Dla wielu Żydów pobyt na Dolnym Śląsku po pogromie na Żydów w Kielcach stał się ziemią nieobiecaną, tak należy ją nazwać, tymczasową, w drodze do nowo powstałego państwa Izrael, o którym wiedziano, że warunki są po prostu straszne, że trzeba spać w blaszanym baraku na 40-stopniowym upalnym, słonecznym piasku. No. I mimo tego? Mimo tego oni w tamtą stronę jechali, ale to byli ludzie odważni, bardzo dzielni. W takim małym Szczegomiu, który był, połowa była w ruinach albo nawet więcej,
było 500 żydowskich rodzin, we Wrocławiu było 15 tysięcy Żydów, a w Szczegomiu może 1200. Żydzi się pięknie zorganizowali. Powstał Dom Kultury Żydowski, jest do dzisiaj. To znaczy przemalowano niemiecki jakiś dom, zrobiono Dom Kultury. Tam choinka noworoczna była, dzieciom dawano paczki. W paczce leżały dwie czekoladki, jabłko na Nowy Rok. Był ośrodek zdrowia żydowski, był żłobek żydowski. Żłobek to jest dla malutkich dzieci do lat tam 4-5. Było przedszkole żydowskie i była szkoła żydowska, tylko do 4 klasy, bo potem ją zamknięto. No i jak na to polskie dzieciaki, jako to widziały te żydowskie czekoladki, nie? Bo to tak było, nie? Na szczęście powstały 3-4 spółdzielnie pracy za amerykańskie pieniądze. Spółdzielnia krawiecka, spółdzielnia stolarska, gdzie szyto ubrania, kołdry, spółdzielnia jeszcze jakaś szewska. I tam obok Żydów pracowali też Polacy. Bo Żydzi ładnie szyli, ale krojczy był pan Kamiński, pamiętam, który umiał ładnie kroić, wiesz, żeby to przygotować do tych ubrań. To. No więc to dzieciństwo, prawda? Potem jak wysiedliśmy z pociągu w Szczegomiu i to dzieciństwo i to życie, jak być, żeby żyć i oddychać spokojnie i być może mieć ładne ubranko i nie być głodnym, a być może nawet zawsze chciałem, żeby być lubianym. Ono szło za mną, ale skończyło się klęską wyjazdu, śmiercią matki w młodym wieku, emigracją. Ale jedyny plus było to, że jednak to było doświadczenie pewne, które w końcu zahartowało mnie do walki z bardzo wymagającym społeczeństwem, jakim jest Szwecja. Ponieważ ja sam mam to same doświadczenie, chciałbym wam powiedzieć, że nasza historia i wasza historia nie chce stać się historią. Ona jest teraźniejszością. Ona żyje z nami. Dalszym ciągiem. Właśnie naród żydowski i naród polski przeważnie, może niemiecki też. Właśnie to są narody, że historia istnieje w codzienności, w codziennej polityce, w codziennej socjologii, w codziennej demografii. Ona się ujawia na komunikatach, w dziennikach, jak wiadomość, jak nowa rzecz. Dlaczego? Z jakiego powodu? Ona się nie kończy, ponieważ my jeszcze żyjemy. Ostatnie pokolenie ofiar zagłady i ostatnie pokolenie rodzin wyprawców. Ja mówię rodzin wyprawców. Bo nowe pokolenie, młode pokolenie, 60-letni, 70-letni Polak czy Niemiec, może on miał w rodzinie jakiegoś gestapowca, ale ja jestem pewien, że on nie tak bardzo chce to pamiętać, bo to jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre. Teraz sprawa pamięci, ja bym porównywał to do tego, że naród bez pamięci to jest naród, że ma taką chorobę Alzheimera. Naród jako kolektyw, tak? Z jednej strony my nie możemy oddać życie tym, którym zabrali to życie. Jedyną sprawą, że my możemy zrobić dla nich i dla nas, to pamiętać, po prostu pamiętać. Przyjść na cmentarz, w ogóle w żydowskiej
kulturze cmentarz jest domem wiecznym. Cmentarz się nazywa po hebrajsku Beit Olam. Beit to jest dom, Olam to jest świat. Dom, ale to jest dom wieczności. A w akcencie jidysz Beis Olam. I właśnie jedno z tych tragedii po zagładzie jest, że my mamy, nawet nie mamy cmentarzów. Tu i tam został jakiś cmentarz. Większość cmentarzy są zburzone. Nie ma już tych mycajwy. Używali ich budując drogi, ulicy, lekceważąc to wszystko, z dzikością. To, że w Warszawie i w Krakowie został jakiś cmentarz niezburzony, to jest jakiś cud. Nie wiemy dokładnie z jakiej przyczyny. Teraz nie ma miejsca, na które można przyjść i zapalić świeczkę, przypomnąć sobie konkretnych rodziców. Jest proch, popiół. Dlatego ta pamięć to jest dalszy ciąg pożegnania się z rodzinami i z narodem, z którymiśmy się nie zdążyli pożegnać. Kiedy nas nie będzie, właśnie aktywność historyków, dziennikarzy, pisarzy, poetów, kompozytorów, sztukmistrzów, malarzów i tak dalej, będzie dalszym ciągiem. Jak to będzie wyglądało, nie wiemy dokładnie. Ja bym też nie przesadzał. Ja bym nie codziennie zorganizował spotkanie w sprawie Holokaustu. Raz na rok, raz na dwa lata. Bo z drugiej strony nie wolno nam, jako liberalowi, jako rodzice, z punktu widzenia pedagogicznego, z punktu widzenia edukacyjnego, narzucić za dużo smutnoty, za dużo na tą młodzież. Trzeba im dać jednak żyć z jakąś nadzieją, żeby nie stracili nadzieję właśnie w tym kontekście nigdy nie. To jest realizacja tego hasła powojennego. Nigdy więcej, nigdy nie. Never again. Leolam lo po hebrajsku. Leolam lo. My powinniśmy być zajęci właśnie tą edukacją, realizacja nigdy nie. Powrót do 10 przykazań, przeważnie do jednego. Nie zabijać. I to jest nasze wspólne wyzwanie. Wnuków ofiar, wnuków wyprawców, Niemców, Żydów i Polaków. Że byli w centrum tych diabelskich działań wtedy, bo nie tylko Żydzi byli ofiarą faszyzmu, hitleryzmu i nazizmu. Więc ta pamięć łączy nas i jest też wyzwaniem moralnym, jest wyzwaniem na przyszłość.